Und damit ein herzliches Willkommen hier aus Katar. Wir sind das zweite Mal hier in der Wüste und ich freue mich extrem, euch begrüßen zu dürfen in unserer FNs 23, mein Teamkarriere mit Audi. Und ich strebe heute ein ganz, ganz großes an, hier dieses Stadion. Ich habe mich immer vertan, es ist kein Fußballstadion, es ist Baseball, es ist, Eishockey und solche Sportarten, also kein Fußballstadion. Dennoch ist es hier ziemlich genial. Es geht jetzt mal hier auf Start und Ziel und wir fahren hier die Quali-Runde, aber nicht zum Rennen, sondern zum Sprint. Und der wird auf jeden Fall für einen Diskussionsstoff sorgen. Jetzt geht es hier in die erste Kurve. Das ist auch, by the way, meine Lieblingspassage hier. Cool, Turn 1, 2. Ich liebe gerade so diese Kurve hier raus. Du kannst so viel Schwung mit diesem Auto mitnehmen oder generell auch mit den Formel 1 Autos. Katar, natürlich seit Jahren eine MotoGP-Strecke, aber auch hier in der Formel 1 macht sie mir mittlerweile unfassbar viel Spaß. Gerade so Season 2 hier macht wirklich Bock. Liebt die Strecke. Und ja, ich freue mich natürlich heute. Purple im ersten Sektor. Wir sind natürlich ein bisschen früher draußen als alle anderen. Sprich, die anderen fahren auch so teilweise ihre Aufwärmrunde. Und wir sind halt schon mittendrin in unserer letzten fliegenden Runde. Da gibt es die Verwarnung. Ja, die müssen wir jetzt mitnehmen. Ich habe Kurve falsch eingeschätzt. Ich habe mir dadurch aber kaum Zeit verschafft, falls ihr das meint. Jetzt hier, guckt euch das mal an. Voller Betrieb. Alle Fahrzeuge draußen. Und auch Purple im zweiten Sektor hier durch. Durch diese Kurve, die mich ein bisschen an Austin, also in diesen paar Rechtskurven und auch ein bisschen an die Türkei erinnert. Und jetzt hier ab in die vorletzte Kurve, rechts haben wir die, ja, sehr längere Boxeneinfahrt. Letzte Kurve rechts, nur nicht zu nah an die Mauer und links natürlich auch Track Limits. Und das war eine Runde hier in Katar. Und wo bleibt die Uhr stehen? Im Training waren wir bei 1,20, das wird auch heute, ja, circa 1,20,1, aktuell mal Bestzeit. Startaufstellung. Vor allem können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Sergio Perez startet heute vom ersten Platz. Direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Im Rest der Startaufstellung haben wir der Wissenschaftler Sainz, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Gasly, Ocon, Norris, Bottas, Albon, Michael Schumacher, Hülkenberg, Magnussen, Stroll, Tsunoda, Oscar Piastri, Doohan, Joe, Sargent und Nick de Vries. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Und wir starten hier tatsächlich vom dritten Platz und das in Katar. Das wird ein geiles Rennen. Let's go Sprint Race. Das letzte Mal für diese Season und let's go. Wir kommen arschgut weg. Viel besser als Checo hier. Und wir konnten das nicht das letzte Sprintrennen. Natürlich nicht. Wir haben nach Brasilien noch. Hier probiere ich eine andere Linie zu fahren. Gehe hier neben Perez. Nur der macht uns hier das Leben wirklich nicht einfach. Da schwanzelt sein Auto ein bisschen und da kommen wir doch wieder näher dran als erwartet. Ich mache mir natürlich auch nicht die größten Hoffnungen, dass wir hier weit vorne bleiben. Dennoch würde ich es cool finden, wenn wir so, ja, so Top 5 starten würden. Ich meine, das Qualifying war ein Traum. Hier war ich kurz im Menü drin, nur um zu gucken, wo Michael ist. Und der ist wirklich leider weit abgerutscht. Und ja, das ist natürlich immer so ein bisschen Manko. Der ist im Training unfassbar und auch teilweise im Qualifying unfassbar. Oh, das war gar nicht gut hier, die Sausage Cups. Die sind halt leider auf jeder Ecke und wenn du dich verschätzt und ja, da wird der Druck halt immer größer, denn ich sehe halt, Perez fliegt aus dem Sekundenfenster raus und das schon vor dem zweiten Sektor oder sagen wir mal vor dem dritten Sektor und kann jetzt auch nicht viel machen. Ich meine, mein Auto ist natürlich um einiges schwächer. Ich mag die Strecke zwar sehr, aber hier im Sprint, da fehlt es wirklich noch an einigen, denn der Grip ist irgendwie nicht so da, als ich mir das vorstellen würde jetzt hier. Letzte Kurve wieder rein und wir sind hier bereits mitten in der zweiten Runde. Wir hatten zwar Purple im ersten Sektor und ja, ich probiere mich wirklich mit Mühe hier in diesem DRS-Fenster zu halten. Das ist dennoch ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Ich push hier wirklich over the limits und ich komme da nicht mal annähernd an Perez dran. Es sind immer diese 8 Zehntel auf Russell, der ist ganz, ganz nah dran. Also fallen wir einmal aus dem DRS-Fenster raus, dann geht es, glaube ich, Schlag auf Schlag, dass wir da direkt 2-3 Plätze verlieren. Es ist aktuell mal die schnellste Rennrunde, Purple, Grün, Purple. Ja, wir wissen ja, der Mittelsektor ist sehr, sehr viel Highspeed. Also gerade so diese Rechtskurven, diese drei Rechtskurven, die sind dann wirklich Highspeed pur. Da sind wir jetzt in der dritten Runde nur mehr 4 Zehntel hinten. Ja, das ist gerade so die erste Sektion, so die ersten 4-5 Kurven, die kann ich echt gut mitgehen. Bis hier circa, sogar bis zu dieser Lücke hier.
Also ja, bis hier kann ich eigentlich gut mitgehen und dann wird es dann schon wirklich problematisch, denn die Rechtskurve hier erfordert viel Traktion und auch beim Exit musst du einen gewissen Topspeed drauf haben und den habe ich halt leider nicht drauf. Und ich werde halt hier auch, by the way, permanent gejagt von George Russell. Auch Leclerc hat jetzt angeschlossen. Auch Lewis ist nicht weit weg und wir wissen ja, es ist, wir sind von der Leistung her um Welten langsamer. So, aber jetzt mal hier ist wieder Perez aus dem DRS-Fenster draußen. Und wenn der so weitermacht, der Junge, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass der in der Weltmeisterschaft da bald ein Statement setzen wird. Aus der letzten Kurve raus wirklich mit viel Schwung. Also da habe ich fast schon zu viel mitgenommen oder mitnehmen wollen. Na, guck dir das mal an. Wie der da angeschossen kommt. Der zieht wie eine Rakete vorbei und ist dann direkt, halbe Sekunde weg. Das ist ein Wahnsinn. Unser DRS-Effekt oder generell der DRS-Effekt der anderen ist zum Welten stärker wie der bei uns. Also das macht mir nicht viel Hoffnung. Hier jetzt auch Leclerc in Runde 6 auf Start und Ziel an uns vorbei. Es ist so bitter. Wir konnten über so viele Runden unseren Perez dranarbeiten, dranhalten und auch teilweise ihn überbieten mit der Zeit. Wir halten ja auch die schnellste Rennrunde, aber ja, sobald du da einmal aus dem DRS-Fenster draußen bist und ich habe es nicht geschafft, die eine Runde hier zu halten, um ja im DRS von Russell zu bleiben, habt ihr es gesehen, dann direkt zu Leclerc. Auch jetzt hier wieder ein Querstimmen raus, die Reifen sind halt leider auch schon eher durch. Jetzt drückt doch Hamilton an, Gasly ist nicht weit weg. Also es ist jetzt ein bisschen Nightmare und jetzt ist es ein bisschen beten, dass ja nicht mehr so viele vorbeikommen. Wie gesagt, Top 5 wäre mein Ziel gewesen und da, das probiere ich natürlich auch zu erreichen. Nur der Vorsprung hier wird immer größer, von Leclerc. Ich hoffe natürlich, dass ich es immerhin bis Startziel mit ins DS-Fenster irgendwie halten kann. Hamilton jetzt drückt an und wir sind gerade so aus dem DS-Fenster rausgeflogen. Full Speed hier raus, aber das wird so unheimlich knapp werden. Lewis wird pushen ohne Ende. Jetzt aus der letzten Kurve raus und ja, es sind nur 3/10. Wird das reichen? Wird das reichen? Einmal dürfte ich kreuzen und selbst der überholt uns auch hier im Start und Ziel. 5. Platz für unser Rennen. Gucken wir uns mal an, wo die Konkurrenz und vor allem Teamkollege starten werden. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Sergio Perez startet heute vom 1. Platz. Direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Im Rest der Startaufstellung haben wir der Wissenschaftler Sainz, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Gasly, Ocon, Norris, Bottas, Albon, Michael Schumacher, Hülkenberg, Magnussen, Stroll, Tsunoda, Oscar Piastri, Doohan, Joe, Sargent und Nick de Vries. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Stefan Römer, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute in der Kommentatorenbox bei mir sitzt. Es gab da für Sie in letzter Zeit eine ganze Reihe an Und wir sind hier doch am 5. Platz, das ist okay. Michael auf den 13. Naja, let's go. Hauptrennen hier in Katar. Alles kann anders sein. Hier kommen wir viel besser weg als der gute Charles. Auch eigentlich besser als Hamilton. Nur der konnte sich in der ersten Kurve ein bisschen besser positionieren. Ja, Perez hier gar keine Traktion. Wir sollten eigentlich hier locker an den vorbei. Denn das sind halt alles Fahrer, die mit einem anderen Reifen. Ja, ich wollte hier eigentlich eine Kollision vermeiden, hatte dann aber einen Pendler, weil ich einfach viel zu spät eingelenkt habe. Und da geht es direkt ins Kiesbett. Russell vor uns, der ist aber auf dem gleichen Reifen, auf der gleichen Compound unterwegs. Ja, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich so an, als ob jedes Mal die ersten 1-2 Runden wirklich, gerade so hier in Katar, als ob ich keine Traktion hätte. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Es ist vermutlich auch so ein bisschen dieses Einfinden mit dem mehr Motor, mit dem mehr Benzin, das man im Auto hat, aber trotzdem, es ist eine schwere Sache hier, das Ganze am Leben zu halten. Jetzt aber mal, sind wir fast 2 Sekunden aus dem DS, haben wir da fast abreißen lassen zu Russell. Das ist sehr bitter. Das ist wirklich nicht gut. Vielleicht kann ich die wieder ein bisschen zufahren bis Runde 3. Vorher gibt es kein DS oder so. Erste Runde ist bereits vorbei und wir kommen noch nicht stark von Hamilton weg. Ich meine, der gelbe zum roten Reifen, wissen Sie, der hat kaum Unterschied. Also da ist kaum irgendwie von der Leistung her, Lebensdauer vielleicht der gelbe ein bisschen länger, aber ich würde mal sagen, von der Pace her ist der eh nicht gut.
1,7 Sekunden sind es jetzt zu Russell. Es ist ein okayes Rennen bis jetzt und ich hoffe natürlich, dass wir da einigermaßen drankommen. Ich meine, das ist schon mal toll, dass wir auf dem zweiten Platz sind. Wir wissen natürlich, dass wir zum Schluss dann diesen gelben Reifen haben. Auf was Perez geht, ich habe keine Ahnung. Ich würde natürlich auf Rot gehen. In Hamiltons Sicht, Tito, da würde ich auch auf Rot gehen. Aber ich bin natürlich nicht die und ich weiß auch nicht, was mein Reifenpaar lässt. Der erste Sektor war traumhaft. Wir konnten 3/10 auf den Georgie gut machen und jetzt sind es nur noch 1,6 Sekunden. Natürlich wissen wir auch, der Mittelsektor liegt mir nicht so, aber wir sind ja auch die ganze Zeit gegen einen Red Bull gefahren und jetzt fahre ich das erstmal gegen einen Mercedes. Hamilton haben wir aus dem DS-Fenster draußen, aber wir brauchen hier noch fast 7/10 auf George Russell. Das kann interessant werden. Wo wir Zeit gewinnen, ist klar, in Sektor 1 gewinnen wir auf jeden Fall Zeit. Wo wir Zeit verlieren, ist auch klar, auf den Graben meistens. Also ich probiere auch hier immer wieder Over the Limits, dass es gerade noch so in den Track Limits drin oder dass es da noch gerade noch so keine Verwarnung gibt aus der letzten Kurve aus, wirklich auf letzter Rille hier auf die Bremse und dann direkt wieder Full Speed und ja, das macht dann schon einiges aus. Das ist mal für uns die schnellste Rennrunde und wir knabbern auch ein bisschen was vom Vorsprung ab von George Russell. Auch Lewis kann die Pace mit den Roten nicht gehen, also mit seinen Gelben zu unseren Roten nicht mitgehen. Das sind schon 1,6 Sekunden und gerade so Turn 1, 2, da können wir immer viel Zeit gut machen. Jetzt waren es wieder knappe 2/10, die wir hier auf den guten Russell gut gemacht haben. Jetzt hier Runde Nummer 8 und wir sind vor Leclerc, aber leider weit abgeschlagen zu George Russell. Am Anfang konnten wir zwar pushen, aber jetzt drückt halt Leclerc und es gibt Virtual Safety Car. Das ist sehr, Perez ist draußen. Das ist natürlich bitter. Okay, Perez wird auf gar keine Reifen mehr gehen. Und das Safety Car kommt eigentlich nahezu perfekt. Okay, jetzt kommt es auch auf Safety Car. Also wir sind von Force auf Safety Car umgeschwenkt worden. Und ja, das kommt eigentlich wie gerufen. Ein, zwei Runden vielleicht später. Aber ich habe auch zuerst spekuliert, auf die weißen Reifen irgendwie zu gehen. Dachte mir aber, ich habe da gar keine Chance gegen die Konkurrenz. Und wenn wir sowieso ein, zwei Runden mit Safety Car fahren, verbrauchen wir da keinen Reifen. Und dann sind wir bei diesen Soll von Runde 10, 11, also das sollten wir dann locker mit den Gelben schaffen. Und so ist es dann auch. Ich habe mich auch direkt für die Gelben umentschieden, weil es einfach keinen Sinn machen würde. Es würde einfach keinen Sinn machen und deswegen gehen wir auf die Gelben. Risiko, ich meine, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ihr versteht, was ich meine. Jetzt müssen wir noch diese elend lange Runde zu Ende fahren. Die ist halt wirklich sehr, sehr, sehr mühsam. Und jetzt hier in die Box. Natürlich geht auch Russell rein. Das ist ein Free-Boxel-Stop. Ich probiere hier wirklich jede Menge Zeit noch gut zu machen, gerade in die Box rein. Jeder, der vorher in der Box war, war natürlich jetzt eher kacke, aber ich glaube, da waren noch nicht viele drin. Michael wird auch reinkommen. Ich hoffe, dass sich der ein bisschen Zeit lässt, denn sonst wäre das natürlich sehr fatal. Jetzt ab in die Box. Jungs, bitte keinen Fehler. Gerade hier, wenn es so eng zur Sache geht, das könnten dann... Nein! Dieser scheiß rechte Reifen, er klemmt schon wieder. Und wir verlieren hier immerhin nur gegen Charles Leclerc, aber das kann's doch nicht sein. Lewis geht auf den weißen Satz. Ich meine, was? Warum? Wobei, ja, es war natürlich für ihn jetzt gerade nicht so gut. Er ist ja mit den Gelben gestartet. Da kannst du jetzt auch nicht auf Rot gehen und irgendwie spekulieren. Die platzen dir die Reifen. Bei 11 Runden auf Rot, das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Das ist natürlich scheiße. Das ist wirklich verdammt. Scheiße, dass wir da diesen Platz gegen Leclerc verloren haben. Es ist natürlich alles drin und ich darf mich da jetzt auch nicht beschweren. Dennoch ist es halt echt bitter. Jetzt hier hinter Bernd nachzuduckerzen, will ich auch nicht antun. Deswegen werden wir jetzt gleich in 3, 2, 1 am Ende des Safety Cars sein. Und das sind wir auch schon. Es geht in Turn 1. Wir mussten uns ein bisschen zurückhalten, denn die gelbe Flagge wurde ewig geschwenkt bis Ende von der Start- und Zielgeraden. Und da konnten wir uns wieder unseren zweiten Platz zurückholen, den uns ja die Box ein bisschen versemmelt hat. Ja, das schießt jetzt Leclerc wieder rein, da kann er aber auch nicht drauf gehen, denn er weiß ja natürlich, in dieser Kurve ist der Vordermann eigentlich der Goat. Jetzt hier an Leclerc, an Russell dran. Ja, wir sind knapp an Russell dran, ich mache mir aber dennoch nicht die größten Hoffnungen. Natürlich würde es mich freuen, hier unseren ersten Sieg feiern zu dürfen. Das wäre so geil, Leute, nach so einer Wartezeit. Nur bin ich mir einfach nicht sicher, ob das reichen wird. So nah waren wir tatsächlich noch nie
am ersten Platz dran und das in der Halbzeit eines Rennens nach einem Boxenstopp so weit vorne, das hatten wir glaube ich auch schon lange nicht mehr. Natürlich weiß ich auch nicht, bis nächste Season weitergeht, ob wir nächste Season ein kampffähiges Auto haben, ich hoffe. Jetzt jagen wir hier immer mal George Russell. Ja, Mann, der bremst hier, in dieser Kurve bremst man nicht, da fährt man eigentlich Full Speed. Wir gehen hier genau später vorbei. Ich dachte mir, ich warte bis zur DRS-Linie, aber da gibt es ja sowieso noch kein DRS. Also das war eigentlich ein Fehler von mir, hier gibt es noch kein DRS. Und 9 Runden, den hinten halten, ich bin mir nicht sicher, ob uns das gelingen wird. Zudem es ja nicht einer ist, sondern es ist Leclerc und Russell. Und ja, ich meine, Hamilton wird ein bisschen die Leute dahinter einbremsen, denn sein weißer Satz, der kann am Anfang gerade so die ersten 2-3 Runden nicht mithalten. Jetzt sind wir hier knapp aus dem Sekundenfenster, ein paar Tausendstel fehlen hier noch, dann könnten wir hier direkt der lachende Dritte sein, dann Leclerc und Russell fighten und wir könnten uns hier ein bisschen verdünnisieren. Jetzt sind wir mal kurz aus dem Sekundenfenster, wir durften mal die Luft schnuppern, ohne Druck von hinten zu bekommen. Ich hoffe natürlich, dass das ein paar Runden so bleiben wird, nur ich weiß auch, hier auf Schwierigkeit 94 wird es uns die KI nicht besonders einfach machen, uns hier vorne zu bewegen. Zumal wir ja auch mit einem, keine Ahnung, wie muss ich unser Auto vergleichen, mit einem Williams, mit einem Haas, mit einem Alpha, irgend sowas herumdugatzen. Ja, hier probiere ich wirklich Full Limits zu gehen. Ich weiß natürlich, nach dieser Runde ist DRS wieder enabled und die werden wieder Full Speed gerade um Start und Ziel und sagen, jetzt aber mal gerade so, diese Runde werden wir mal Frieden haben, denn es ist noch kein DRS aktiviert und wir können hier endlich mal, ohne irgendwie, dass einer mit einer overpaceden Power hinter uns vorbeischießt, uns mal entspannt zurücklehnen. DRS ist aktiviert, jetzt ist das was ganz anderes, denn jetzt müssen wir in dieser einen Runde die 2-3 Zehntel finden, die uns hier fehlen, um ja, die auf Start und Ziel noch hinten halten zu können. Es ist wirklich, es ist kein schönes Rennen, es ist einfach nur ein Kämpfen bis zum geht nicht mehr. Und bis jetzt haben wir das Kämpfen bis zum geht nicht mehr bis Runde 16 geschafft. Ah, jetzt in die Strecke. Die Reifen sind schon wieder durch, der Motor ist schon wieder gelb und jetzt ist auch Leclerc hier. Das ist gar nicht gut. Das ist wirklich extrem, extrem, extrem scheiße gelaufen. Und ich glaube auch, dass sich Russell und Leclerc ein bisschen in die Quere gekommen sind. Weil wenn ich da unten links gucke, ist Russell verdammt weit weg. Also das schaut... Also nein, das ist der zweite... Wo ist der? Nein, das ist Hamilton und hier ist er vorbei. Leclerc geht in Turn 1 neben uns. Ja, da kommt es beinahe zur Berührung. Das ist hier ziemlich eng. Und jetzt, ja... Ich kann einfach die Kurven nicht mehr full fahren. Weil halt einfach unsere Reifen von diesen ganzen Pushen richtig, richtig abgenutzt sind. Ein positives hat es, denn wir haben auch mit Pierre Gasly einen Puffer hinter uns. Sollte jetzt zum Schluss unsere Reifen wirklich ja, den Geist aufgeben und wir müssen Leclerc ziehen lassen, könnten wir dann eventuell auf den zweiten Platz spekulieren und der wäre natürlich mehr als ausreichend für das heutige Rennen. Na, dennoch wäre es geil, hier endlich mal einen Sieg feiern zu dürfen. Hier unseren Grand Prix-Sieg zu holen. Es ist natürlich kein Wunschkonzert und ich weiß auch, auf Start und Ziel wird uns ja diese Chance vermutlich wieder genommen. Dennoch gucken wir uns das jetzt an, wie das erreichen wird, wie das laufen wird. Jetzt geht's hier in die letzte Full-Speed-Rechtskurve. Einmal runterschalten, dann direkt das Gaspedal wieder voll durchdrücken, hoffen, dass es keine Track-Limits gibt und dennoch sind es dann nur 2 Zehntel, die uns hier zu Leclerc rennen. Spoiler Alert, er fährt auf jeden Fall vorbei. Wir kommen zwar aus der letzten Kurve, ja, welten besser aus als er. Dennoch, wenn der sein DRS auftritt, ist das einfach nur krank schnell. Das ist einfach nur krass, was für eine Power da dahinter steckt, wie schnell der da vorbeifährt. Ich kann da kaum irgendwie damit arbeiten. Das ist wirklich, das ist so unheimlich, wie schnell dieser Leclerc unterwegs ist. Und jetzt hier, ja, ich habe sogar Mühe, mich hier generell dran zu halten. Da geht es wieder neben die Strecke. Die Vermahnung ist mehr als verdient. Also, die ist wirklich mehr als verdient. Ich muss natürlich wirklich gut hier dranbleiben, denn vielleicht schaffe ich es, auf Start und Ziel das DRS mitzunehmen und dann könnte es dennoch reichen. Und ja, ich jag hier Charles Leclerc. Es geht um
einen Race-Win und das hier in Katar in unserer zweiten Season. Ich hoffe, es reicht jetzt. Sie schaut wieder cool aus, denn da sind es nur knappe 3 Zehntel. Die Vollgas-Rechtskurven, da verlieren wir safe wieder 1-2 Zehntel. Da geht es wieder ein bisschen neben den Curb. Es kostet ehrlich gesagt Zeit, als wie, dass ich mir hier Gedanken über Track-Limits machen würde. So, letzte richtige, ja, Full-Speed-Passage. Und jetzt geht es auf Start und Ziel, Leute. Guter Exit ist hier verdammt wichtig, den haben wir. Und Leclerc hat einen kleinen Rutscher, das sollte eigentlich für uns reichen, um ihn hier in Runde Nummer 18 auf 19 zu überholen. Er zupft schon mal raus, er weiß, da kommt gleich was von hinten. Das er ist es aufgebraucht, dennoch kommt unser spätes Manöver. Außen geht es hier in Turn 1 an Charles Leclerc vorbei. Es wird ein hartes Rennen werden, bis zum Schluss. Wer wird gewinnen? Das können wir uns auf jeden Fall später stellen. Denn Runde 19 und da kommt Charles wieder angeschossen wie ein Pidgey. Und der hat so einen Speed drauf, das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar, wie schnell der ist. Pierre Gasly hinter uns, also der wird heute am Podium stehen. Das ist eine Überraschung auf jeden Fall. Natürlich muss man sagen, Perez ausgeschieden, Russell mit einem zweiten Stopp. Das ist alles unvorhersehbar. Und auch Hamilton anscheinend, ja, da reicht's nicht. Das sind 8 Zehntel. Es gibt zwar die Race, auf das, was ich spekuliert habe, aber all in all reicht das leider nicht. Leclerc schnappt uns hier den Sieg weg und das ist das knappste Endergebnis, das, was wir jemals hatten. Nur knappe 9 Zehntel fehlen uns da auf den ersten Platz. Schauen wir uns den Start. Schauen wir uns die Siegerehrung mal an. Die karierte Flagge ist draußen und die Fans feiern unter dem nächtlichen Wüstenhimmel hier in Katar. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Wieder einmal eine hervorragende Leistung von Ferrari beim heutigen Grand Prix. Ferrari ist offensichtlich ein Team, das weiß, was es da draußen zu tun hat. Cooles Podium auf jeden Fall und unheimlich knapp. Wir nehmen ja 23 Punkte mit. Ohne Null war es wirklich ein bombastisches Wochenende. Der 5. Platz im Sprint. Auch hier Michael nimmt 4 Punkte mit. Das ist wirklich, wirklich genial. Warum 4 Punkte? Weil er im Rennen exzellent auf den 8. Platz gefahren ist. Das ist wirklich wie immer unfassbar stark von ihm. Ich feiere diesen Mann immer noch. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir in der Weltmeisterschaft jetzt ein paar Schritte nach vorne machen. Gerade in Richtung, oder sagen wir mal gegen Lewis Hamilton, da sind wir ja eigentlich ganz, ganz knapp dran. Und da fehlen uns jetzt, wie viele Punkte fehlen uns da jetzt noch? Ja, 8 ist er geworden. Das ist wirklich sehr strong von Michael. Wie auf den 2. Platz, das finde ich auch unfassbar gut. Und wir sind hier an Hamilton vorbei. Mit 3 Punkten sind wir jetzt an Hamilton vorbei. Auch an Russell sind wir nah dran. Der Weltmeistertitel, würde ich mal sagen, ist auf und davon. Auch Konstrukteurs-WM ist weg. Dennoch freut es mich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich extrem, falls ihr morgen oder später nochmal vorbeischauen würdet. Würde ich mich auch gerne freuen über ein kostenloses Abo hier auf YouTube. Falls euch meine Videos gefallen, auch gerne über ein Däumchen rum. Und für heute war es das mal. Danke fürs Zugucken. Schaut gerne auf Social Media, Instagram, IT-Gaming und auch gerne auf TikTok, it's-tobi vorbei. Links mal unten in der Bio. Und danke fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich morgen hier oder später noch auf Social Media, TikTok, Instagram. Bye.